Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollte ich auch mal ein kleines Thema ansprechen. Was beinhaltet zum Beispiel diesen ganzen Hype um Pokémon Go? Und dazu werde ich auch meine Meinung äußern. Und ja, fangen wir erstmal mit dem ersten Punkt an, nämlich praktisch die positiven Dinge. Pokémon Go, okay. So, ich habe mir ein paar Videos dazu angeguckt, aber ich bin halt nicht so wirklich der erfahrenste Spieler praktisch. Ich spiele es nicht. Und ja, fang ich einfach mal an. So. Pokémon Go. Was ist positiv daran? So, Pokémon Go ist ja eigentlich praktisch darauf ausgelegt, dass Leute nach draußen gehen und sich dort bewegen. Um als Paket, damit man das praktisch macht, um das gut zu verpacken, haben die einfach so gesagt, ja, an bestimmten Gebieten gibt es Pokémon zu finden. Somit ist der Spieler praktisch indirekt animiert dazu, zu diesen Orten hinzugehen und nach Pokémon zu suchen. Klar, es ist schon gut, sich zu bewegen und so, aber meiner Meinung nach glotzen die Leute dann einfach nur noch auf ihr Handy und ich weiß nicht, ob es unbedingt der Sinn an diesem Spiel sein soll, weil ich habe schon einige Leute gesehen, die dann mit dem Handy in der Hand durch den Wald gelaufen sind und meiner Meinung nach sah das ziemlich bescheuert aus. Und ja, der zweite Kritikpunkt indirekt ist dann auch das GPS. Klar, es gibt diese Spots, wo man Sachen finden kann und es gibt irgendwie Arenenkämpfe, wo man gegen andere Spieler spielen kann und so. Aber ich bin der Meinung, dass es viel zu unsicher ist, wenn man das GPS anhat, dass man dann halt viel zu leicht gefunden werden kann. Ich denke mal, da sitzen jetzt schon ein paar Personen dran. Vielleicht gibt es auch schon einen Weg, Personen zu orten. Meiner Meinung nach ist es einfach viel zu unsicher, die ganze Sache mit dem GPS und mit den Spots. Ich weiß ja nicht, auf welche Altersgruppe das etwa ausgelegt ist. Meiner Meinung nach habe ich in meiner Stadt oder wo ich auch immer wohne, habe ich schon ganz viele Leute gesehen, die irgendwie mit, weiß nicht, 9, 8 schon so ein Smartphone haben. Also ich halte nicht besonders viel davon, aber es ist die Entscheidung der Eltern und ich möchte jetzt auch nicht unbedingt darüber reden. So, da muss man sich einfach mal vorstellen, wenn diese 7, 8, 9, weiß ich nicht, welche Altersgruppe das jetzt unbedingt betrifft, wenn die Leute da zu diesen Spots gehen, da können ja auch andere Leute sein und die da einfach irgendwie mitnehmen oder einfach entführen, wenn man die ganze Zeit auf das Handy guckt. Ich weiß echt nicht, was man da wirklich da machen soll. Also man guckt halt auf das Handy und sucht nach Pokémon, toll. Wenn von hinten einer kommt, ist man gefickt. Ja, Ende. Es gab ja vor ein paar Wochen oder so, ich erinnere mich nicht genau, wann es war, da gab es einen Bericht darüber, dass ein Minecraft-spielendes Kind entführt wurde, über Minecraft praktisch. Und ich finde, das... Ich wollte einfach noch kurz mal meine Meinung dazu sagen. Ich finde es echt krass, dass Kinder so naiv sind und praktisch nur darüber aufgeklärt sind, dass man vorsichtig im Internet sein soll und so. Genauso ist es aber wie bei Pokémon Go. Die können da einfach rumlaufen und können da einfach entführt werden. Also, ich halte nichts davon. Auch wenn es viele Leute gibt, die dieses Spiel hypen, bin ich eher so, der seinen eigenen Weg geht. Genauso war das bei mir wie bei Clash Royale. Es gab diesen riesigen Hype um Clash Royale. Und ich dachte mir so, ja, gucke ich es erstmal an. Habe ich es mir so angeguckt und dachte mir so, nee, ist ja kacke und so. Und dann habe ich es einfach nicht gespielt. Ich möchte einfach nicht, also meiner Meinung nach, möchte ich einfach nicht Spiele spielen, die mir nicht gefallen. Auch wenn sie dann theoretisch dem Gruppenzwang hinterherkommen würden. Das wäre dann genauso wie Pokémon Go. Ich fange doch nicht Pokémon Go an, nur weil jetzt das alle Leute spielen. Nein, wenn es mir nicht gefällt, dann spiele ich das Spiel doch einfach nicht. Na gut, Leute. Das war jetzt einfach meine Meinung zu Pokémon Go und so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach eine kleine, frische Bewertung da. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ciao.